Elite Long, ein Langnoppenbelag aus dem Haus der Materialspezialist. Wir zeigen euch, was mit dem Gummi möglich ist. Werfen wir zunächst einen Blick auf die optischen und sensorischen Eigenschaften des Elite Long. Die glänzenden, ungeriffelten, griffigen und mittelharten Noppenköpfe sitzen auf einem leicht transparenten Untergummi. Knapp 40 Euro werden für die auf den neuen Plastikball optimierte Entwicklung aus dem Haus der Materialspezialist fällig. Wir haben hier die schwammlose OX-Version auf dem Power Control, einem offensiven Vollholz, im Einsatz. Der erste Dotztest zeigt keine großen Überraschungen. Der Vollständigkeit halber zeigen wir ihn aber natürlich trotzdem. Der Elite Long verleitet vom ersten Schlag an zum Offensiveinsatz und versprüht dabei auch gleich eine Menge Spielfreude. Auffällig sind dabei der flache Ballabsprung sowie die gute Kontrolle. Konter, Topspin-ähnliche Heber und auch härtere Schüsse gehen mit dem Elite Long überraschend einfach von der Hand. Man spürt, dass der Belag in diesem Bereich auf jeden Fall eine seiner Hauptstärken hat. Effektiv lassen sich auch Druckschupf und Seitwischer spielen. Richtig gefährlich wird der Elite Long dann, wenn man überraschende Tempowechsel einstreut, was vor allem durch Hackblocks gut gelingt. Gerade die hohe Variabilität sorgt beim Gegner für Verwirrung und Fehleinschätzung von Effet und provoziert somit immer wieder Fehler. Auch in der langen Abwehr zeigt der Elite Long eine relativ hohe Kontrolle und lässt sich damit sehr gut beherrschen. Mit der flachen Ballflugkurve lassen sich die Bälle hier auch sehr kurz hinterm Netz ablegen. Mit dem passenden Armeinsatz wird zudem ein gutes Niveau an Unterschnitt erreicht.
Der Elite Long ist unserer Meinung nach für alle Langloppenspieler geeignet, die ein äußerst variables, tendenziell eher offensiv ausgerichtetes Störspiel aufziehen wollen und dabei stets die volle Kontrolle über ihr Gummi haben wollen. Von unangenehmen Stopp-Blocks bis hin zu knallharten Schüssen hat der Elite Long ein wirklich breit gefächertes Schlagrepertoire im Angebot, das natürlich auch ein gewisses Maß an Spielspaß mit sich bringt.